und unsere Gesellschaft nicht. Sache sollte man schon eine klare Haltung. Das ist ein auszubauen, ein Baum im Wegweiser. Dadurch gefüllt werden, was sogar fanatischer Christ. Ja, der schlimmste Ding. Sozusagen Konsum. Ich hasse nicht zurück. Dann bin ich souveräner. Richtig? Hallo. Schön, dass du da bist. Wow. Mach dein Leben so, wie du willst. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Mein heutiger Gast ist bekannt wie ein bunter Hund und jetzt seit Jahrzehnten nicht mehr aus der deutschen Politik wegzudenken. Wir wollen mit ihm aber heute einmal nicht über Politik sprechen, sondern über die Dinge, die viele vielleicht noch nicht von ihm wissen. Und darauf freue ich mich. Hier ist Gregor Gysi. Hallo. Schön, ich grüße dass Sie da Sie. Sind. Ja. Herr Gysi, Ihre Autobiografie trägt den Titel Ein Leben ist zu wenig. Man könnte auch sagen, ein Buch ist zu wenig. Da sind ja unglaublich viele Informationen drin in dieser Autobiografie. Haben Sie das alles selbst zusammengetragen? Ich kann nur davor warnen, eine Autobiografie zu schreiben. Es ist wirklich höchst anstrengend. Aber man lernt sich besser kennen, weil man sich besser analysiert. Und dann muss ich immer Gegenfragen stellen. Du hast ein Ereignis in einer bestimmten Erinnerung und der, der daran teilgenommen hat, hat sie völlig anders in Erinnerung. Und deshalb muss man immer gegenrecherchieren. Man darf sich nicht nur auf sein Gedächtnis verlassen. Aber Sie haben die Wahrheit rausgefunden. Hoffe ich zumindest. Aber wissen Sie, von Ausgabe zu Ausgabe habe ich immer wieder eine Kleinigkeit korrigiert. Dann kamen Briefe, wo gesagt wurde, es war das so. Und dann habe ich das auch korrigiert. Das macht sogar Spaß, muss ich sagen. Also, dass sich auch die Autobiografie immer ein Stück entwickelt hat. Und was viele vielleicht noch über Sie wissen, ist, dass Sie ausgebildeter Facharbeiter für Rinderzucht sind. Wie hat diese Ausbildung Ihren Charakter geprägt für Ihr späteres Leben? Na, weiß ich nicht genau, ob mein Charakter geprägt wurde. Aber auf jeden Fall habe ich interessante Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel in bestimmten Betrieben wusste ich immer gar nicht, wie die Fertigprodukte überhaupt zusammengestellt werden. Und in der Landwirtschaft herrscht eine ungeheure Disziplin. Und zwar, es wird eben immer ausgemistet, es wird immer gemolken, es wird immer gefüttert. Oder es muss zu einer bestimmten das Feld bestellt werden, es muss zu einer bestimmten Zeit geerntet werden. Das heißt, ich habe festgestellt, da herrscht eine ungeheure Disziplin. Und dann habe ich festgestellt, Bauern können abends auch einheben und trinken, aber die sind am nächsten Morgen absolut fit und arbeiten wieder. Also das hat mir schon imponiert, muss ich sagen, was ich dort kennengelernt habe. Außerdem ist es ganz wichtig für meine Tätigkeit in der Politik gewesen, denn ich kann ja mit Hornochsen umgehen. Und wenn sie das nicht können, gehen sie nicht in die Politik. Das haben Sie jetzt gesagt. Ja. Übrigens hat mein Vater einmal gesagt, wenn ich jemals in meinem Leben irgendwo Asyl beantragen müsste, kann ich meine Ausbildung zum DDR-Juristen völlig vergessen. Aber als Cowboy, sagt er, bist du weltweit gefragt. Ne? Das stimmt. Und wenn wir jetzt noch mal ein paar Jahre zurückgehen, als Sie ein kleiner Junge waren, hatten Sie ja eine recht schwere Erkrankung, nämlich eine Herzinnenwandentzündung. Können Sie mal kurz erklären, was das ist? Na, das heißt, dass dein Herz, die Innenwand, entzündet ist. Und wenn man dagegen nicht wirksam etwas tut, kann es natürlich immer schlimmer werden und bis zum Tode führen. Die Schwierigkeit bestand eben in der Diagnose. Also festzustellen, ich hatte Fieber und ich konnte mich kaum bewegen, woran es liegt. Ja. Und da habe ich wirklich den Chefarzt der Kinderklinik in der Charité bewundert. Ich war vorher im Buch, aber da haben sie es nicht herausgefunden. Dann wurde ich wieder entlassen, dann war es wieder gleich schlimm. Und der hat meinem Gefühl nach mein Herz eine halbe Stunde abgehört. Es wären nur 4 Minuten gewesen sein, aber es kam mir ewig vor. Und dann sagt er, das ist eine Herzinnwandentzündung. Und das ist interessant. Das ist das eigentliche ärztliche Können, dann ganz sicher zu sein in der Diagnose. Und damals gab es aber noch nicht wie heute die Antibiotika, die ich dafür gebraucht hätte. Und so lag ich dann exakt 6 Monate und eine Woche im Krankenhaus. Wahnsinnig lange Zeit für so einen kleinen Jungen. Na klar. Aber in der DDR war es wieder so, dass ich natürlich der Schulunterricht fortgesetzt wurde. Ich hatte Deutsch und Mathematik, deshalb musste ich keine Schulklasse wiederholen, was mir natürlich wichtig war. Ja, aber Sie beschreiben eine sehr berührende Erfahrung, nämlich Sie haben eine Hautkrankheit bekommen in dieser Zeit und wurden dann ohne Ihr Zutun und ohne Ihr Einverständnis ausgezogen und vor Medizinstudenten präsentiert. Unverschämtheit. Ja, also deshalb kämpfe ich so für Kinderrechte. In den 50er Jahren kam man gar nicht auf die Idee. Ja. Also weder wurden die Eltern gefragt, noch das Kind. Und ich fühlte mich so gedemütigt, ehrlich gesagt, werde ich nicht vergessen. Und deshalb bin ich da so sensibel in dieser Hinsicht. Das ist das eine. Und dann kommt noch ein anderer Schwachsinn hinzu. Meine Eltern besuchten mich ja immer. Und ich hatte immer Angst, dass sie sich langweilen. Und habe mir immer was überlegt, damit ihnen die Besuchszeit Spaß macht. Ich meine, das ist ja gar nicht meine Aufgabe als Kind. Aber deshalb weiß ich, wie schwierig solche Zeiten gerade für Kinder sind. Die haben auch immer schon gerne unterhalten. Ja, das stimmt.
also nachdem ich es so einigermaßen konnte. Und wissen Sie, auch als ich in die Politik gegangen bin, zum Beispiel, ich bin ja Anfang, nicht heute, aber früher auch wirklich Hass begegnet. Mhm. Und da habe ich zwei wichtige Beschlüsse gefasst. Ich hasse nicht zurück, dann bin ich souveräner. Und ich verliere meinen Humor nicht. Und Sie sind da geblieben. Sie haben ja auch gesagt. Ich bin preußisch stur, das wusste ich vorher gar nicht von mir. Ich habe mal zu einem Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion gesagt, wenn Sie von Anfang an netter zu mir gewesen wären, wären Sie mich schon lange los. Aber es hat ihn unzureichend animiert. Sie waren immer sehr ehrgeizig, sehr fleißig, haben eine unglaubliche Karriere gemacht. Aber das hat ja auch seinen Tribut gefordert. Und so hatten Sie ja 2004 gesundheitlich gesehen ein Horrorjahr, kann man sagen. Kann man sagen. Ich hatte 3 Herzinfarkte und einen ganz kleinen Gehirnschlag und dann auch eine Gehirnoperation. Und das Interessante ist, nach meinem ersten Herzinfarkt sagte mir mein Arzt, da kommen noch mehr. Das war nur der Beginn. Und dann sagte er, dann kann es sein, dass Sie sterben, dann werden Sie in Würde beerdigt. Oder Sie stehen das durch, dann können Sie auch hinterher jahrzehntelang pflegefrei sein. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich habe mich gerade für die zweite Variante entschieden. Und so ist es auch gekommen. Ich war seitdem eigentlich nicht mehr krank. Aber ein Jahr musste ich sozusagen Tribut für Politik, für den ganzen Stress, für alles zahlen. Aber spannend waren wieder die Journalistinnen und Journalisten. Meine erste öffentliche Veranstaltung, da hatte ich einen Gast, nämlich den Bildhauer Alfred Riddlitschka im Deutschen Theater. Die ganze Reihe war voll von Journalisten. Nach der Gehirnoperation wollten die natürlich, welche Macke ich jetzt habe, ob ich immer mit dem Kopf wackle oder sonst was. Also da waren sie neugierig, obwohl ich gar nicht mehr in der Politik war. Naja, dann habe ich ihre Neugierde befriedigt. Es geht ja noch. Ne? Und wie haben Sie das gemacht, dass Sie seitdem nicht mehr krank waren? Machen Sie irgendwas anders? Naja, erstens fahre ich ein bisschen Rad, wenn ich kann, natürlich logischerweise nicht zu Hause, schwimme ich ganz gerne. Ich gehe inzwischen, auch wandere ich ganz gerne, was ich früher nicht gemacht habe, das ist das eine. Und das zweite ist, manchmal sage ich, nee, es ist mir zu viel, nicht 5 Veranstaltungen, also 3 reichen auch oder so. Da muss man muss eben seinem Alter, also man muss sich kurzum auch altersgerecht verhalten können. Aber man muss auch das Alter genießen wollen. Also man darf nicht immer darüber schimpfen, dass man älter wird. Und man darf nicht den ganzen Tag über Krankheiten quatschen, davon wird man nicht gesund. Ja? Also Sie fragen mich danach, aber sonst, wissen Sie, ja, rede ich darüber gar nicht so viel. Und irgendwie sagte mir mein Instinkt nach der letzten Behandlung und den Reha-Maßnahmen, die ich durchführte, dass es jetzt vorbei ist. Und so ist es auch. Natürlich muss ich immer mal zur Untersuchung und so weiter. Aber ich bin mit meinem Gesundheitszustand zufrieden. Ich fühle mich auch ziemlich fit. Super. Freuen Sie sich denn aufs Älterwerden oder haben Sie auch Angst davor? Nee, davor habe ich keine Angst. Ich habe nur Angst davor, ein Pflegefall zu werden. Das möchte natürlich keiner werden. Das verstehe ich ja. Aber ansonsten sage ich immer, man muss das Alter genießen. Dazu gehören 3 Sachen. Erstens muss man beschließen, ab wann man alt ist. Zweitens, man darf nicht angefangen. Nein, natürlich nicht. Kommt noch. Und das Zweite ist, man darf, also als ich 60 wurde, sagte ein junger Mann zu mir, darf ich Ihre Tasche tragen? Da habe ich gesagt, dann werden Sie mal nicht komisch, das kann ich schon noch alleine. Das war ein Fehler. Ich hätte sagen müssen, ja, und da steht noch ein Koffer. Verstehen Sie, man muss die Privilegien des Alters annehmen, nicht sie abweisen. Viele Alte weisen sie ab. Und das Zweite ist, die denken immer, sie müssen alles vererben. Das ist auch ein Irrtum. Wenn man einen Wunschtraum hat und man kann sich die Erfüllung leisten, dann sollen sie sich das einfach gönnen. Selbst wenn die Tochter oder der Sohn eine Viertelminute schief gucken, dann müssen sie einfach durch. Und letztlich nicht den ganzen Tag über Krankheiten reden, weil man davon nicht gesund wird. Wenn man das beachtet, kann man das Alter auch genießen. Ich sehe schon, Sie sind bestens gerüstet. Machen Sie weiter so. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank für dieses sehr ehrliche Gespräch. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Alle Infos zur Sendung gibt es im Internet auf www.dannebenanders.de. Ich sage danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald.